Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der B6 bei Bruchhausen-Vilsen wurde gestern Abend ein LKW-Fahrer getötet und ein weiterer lebensgefährlich verletzt. Ein 41-jähriger Fahrer eines Sattelzuges geriet nach Zeugenaussagen aus noch ungeklärter Ursache nach links auf die Gegenfahrbahn. Hier kollidierte er frontal mit einem entgegenkommenden Sattelzug. Beide LKW-Fahrer wurden eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden. Der 41-Jährige wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Für den anderen LKW-Fahrer kam jede Hilfe zu spät. Nach Informationen der Polizei war er sofort tot. Die Polizei hat die beiden Sattelzüge sichergestellt und einen Sachverständigen zur Klärung des Unfalls hinzugezogen.